Die Zukunft des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksiy Reznikow ist unklar. Ein Vertrauter von Präsident Volodymyr Zelensky revidierte am Montag seine Aussagen vom Tag zuvor, dass Reznikow abgesetzt werden solle. Eine Kabinettsumbildung stehe nicht unmittelbar an, schrieb der Fraktionschef von Zelenskys Partei Diener des Volkes auf dem Messenger-Dienst Telegram. Am Sonntag hatte er noch erklärt, Reznikow solle vom Chef des Militärgeheimdienstes Kirillo Budanov als Chef des Verteidigungsministeriums abgelöst und Minister für strategische Industrien werden. Wann der Wechsel in Kraft treten solle, ließ er offen. Reznikow sagte am Sonntag, er sei nicht über einen solchen Schritt informiert worden. Sollte ihm der Posten als Minister für strategische Industrien angeboten werden, werde er ihn ablehnen. Reznikow steht wegen eines Korruptionsskandals unter Druck. So soll unter anderem das Verteidigungsministerium Lebensmittel für Soldaten zu überhöhten Preisen eingekauft haben. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet. Zahlreiche Politiker, darunter auch ein Stellvertreter Reznikows, verloren ihre Posten. Reznikow selbst wurde öffentlich nicht beschuldigt. Eine offizielle Stellungnahme lag nicht vor. Zelensky äußerte sich zu der Personalie bislang nicht.